Herzlich willkommen zu unserer Sendung Hoffnung um 12. In Psalm 55, Vers 23 steht: Überlass alle deine Sorgen dem Herrn. Ist das nicht wunderbar, dass wir alle unsere Sorgen auf den Herrn werfen dürfen? Und weiter: Er wird dich wieder aufrichten. Niemals lässt er den scheitern, der treu zu ihm steht. Und das ist der Vers für dich heute. Es ist doch wunderbar, dass du nicht scheitern wirst, wenn du alle Sorgen auf den Herrn wirfst. Hoffnung um 12, auch heute wollen wir dich wieder ermutigen. Es gibt mehr als das Sichtbare. Lass uns dein Gebetsanliegen wissen auf gebet@missionswerk.de, im Chat oder am Telefon bis 13 Uhr. Es gibt mehr als das Sichtbare. Und da möchte ich aus 2. Korinther 4, Vers 18 lesen. Deshalb lassen wir uns von dem, was uns zurzeit so sichtbar bedrängt, nicht ablenken, sondern wir richten unseren Blick auf das, was jetzt noch unsichtbar ist. Denn das Sichtbare vergeht, doch das Unsichtbare bleibt ewig. Wir leben gerade in einer Zeit, wo so viel Sichtbares schlecht ist. Wir bedrängt werden, wir auf Abstand halten müssen und so vieles uns drückt. Aber hier heißt es, sondern wir richten unseren Blick auf das, was noch unsichtbar ist. Noch unsichtbar. Ich meine nicht nur die Zukunft, sondern das Unsichtbare ist auch deine Beziehung mit Gott. Das Unsichtbare ist die Ewigkeit, die du hier schon mit deinem Leben vorbereitest. Und jeder Tag ist ein Stück näher der Ewigkeit, aber es ist auch ein ständiges, im Unsichtbaren auch mit Gott in Verbindung zu sein. Und das ist so wunderbar, das Sichtbare vergeht. Wir werden einmal zurückblicken und sagen, weißt du noch, Corona, das war das und das war so, das vergeht. Aber die Ewigkeit für dich, die ist im Kommen. Und du kannst eine lebendige Beziehung haben mit Jesus. Jetzt. Und das ist unsichtbar. Aber das ist das, was dir jetzt schon Kraft gibt und was jetzt schon wichtig ist für die Ewigkeit. Ein Leben mit ihm, in Gemeinschaft mit ihm. Danke, Herr, dass du mit jedem jetzt bist, der zuschaut. Ich danke dir dafür, Herr. Wenn auch das Sichtbare momentan nicht so gut ist und manche Schwierigkeiten sehen, wenn sie nur aufwachen, die Schwierigkeiten vor Augen sehen, im Betrieb oder keine Arbeit haben und so weiter. Herr, lass uns auf das Unsichtbare blicken, auf das, was du uns zubereitet hast, dass wir mit unseren physikalischen Augen nicht sehen, aber mit unseren geistigen Augen sehen können. Danke, Herr, lass uns daran arbeiten, eine wunderbare Gemeinschaft mit dir zu leben. Amen. Viele Menschen haben uns geschrieben, die in finanziellen Nöten sind. Und auch möchte ich beten für alle Gebetsanliegen, die wir nicht vorlesen können hier. Es sind einfach zu viele. Jesus, ich danke dir, dass du diese vielen Menschen kennst, die in finanziellen Nöten stecken. Und ich danke dir, dass du auch ihr Versorger bist, dass du eingreifst in ihr persönliches Leben, dass du eingreifst in der Situation, wo sie sich gerade befinden und vielleicht keinen Ausweg mehr wissen. Danke, Jesus, dass du derjenige bist, der jeden versorgt, der jeden Mangel ausfüllt, der jede Situation kennt. Und ich danke dir, dass du wirklich da jedem hilfst, der in finanziellen Nöten ist. Und ich danke dir auch für all die Gebetsanliegen, die hereingekommen sind, die wir nicht vorlesen können. Da sind so viele unterschiedliche Gebetsanliegen. Und Jesus, ich danke dir, dass du jede Person kennst, dass du jeden Einzelnen weißt und jede Sorge und jede Not kennst. Und danke, Jesus, dass du eingreifst, dass du unser Helfer bist, dass du der Fels ist, auf den wir stehen können und unser Anker, an dem wir uns festhalten dürfen. Danke, Jesus, für jede Person, dass du eingreifst in jeder Situation. Danke, Jesus. Amen. Amen. Und ein Mann, vermutlich ein Student, schreibt uns für Gebet. Ich freue mich, euch mein Anliegen mitzuteilen.
Ich suche schon seit längerer Zeit eine WG in Karlsruhe. Daher bitte ich euch, mir beim Gebet zu helfen. Vielen Dank. Und Jesus, ich danke dir, dass du auch diesen Mann kennst, der eine Wohnung sucht. Danke, Jesus, dass du mit ihm bist, dass du einen Platz hast für ihn und du hast ihn schon ausgesucht. Und ich danke dir, dass du einfach eine Türe auftust für ihn. Danke, Jesus, dass er nicht allein gelassen ist, sondern dass du sein Helfer bist. Danke, Jesus, dass er wirklich eine passende Wohnung oder WG findet. Danke, Jesus. Amen. Amen. Und wenn du ein Gebetsanliegen hast, dann schreib uns einfach. Die Infos sind eingeblendet. Per WhatsApp schreibt uns eine Frau ihr Gebetsanliegen. Und sie schreibt: Liebe Isolde, lieber Daniel, ich bitte euch heute für meinen lieben Schwager. Bei ihm wurde vor kurzem ein Tumor im Darm entdeckt, der inzwischen operiert ist. Leider gibt es Metastasen in den Lymphdrüsen und einen Befund in der Lunge. Bitte betet für ihn, dass der Krebs verschwindet und er wieder ganz gesund wird. Auch für seine Frau und die Söhne, für viel Kraft und Glauben. Liebe Grüße. Danke, Herr. Herr, du hast jetzt das ganze Gebetsanliegen gehört und ich danke dir dafür, dass du ein Herr bist. Auch der die Metastasen, Herr, besiegt hat. Herr, danke, Herr, für Heilung der Lymphdrüsen und danke, Herr, auch die Lunge. Herr, ich danke dir dafür den ganzen Bereich, Herr. Ich danke dir dafür für totale Berührung. Ich danke dir dafür, dass wir zu dir kommen dürfen, Herr. Dinge, die wir Menschen nicht im Griff haben, wo wir nicht viel tun können. Und danke, Herr, dass du alles tun kannst. Herr, du hast uns erschaffen und du weißt auch, wie du uns reparieren kannst. Ich danke dir dafür. Und Herr, dort, wo Neues gebraucht wird, schenke Neues. Danke für eine Berührung, für eine Heilung. Amen. Amen. Und ein Vater bittet um Gebet für seine Tochter. Meine Tochter leidet an Magersucht und hat schon wieder 3 Kilo abgenommen. Ich habe ihr eine Predigt von dir, Daniel, vorgespielt. Zerbrich die Grenzen deiner Vergangenheit. Nun möchte sie eine weitere Therapie angehen. Ich bin sehr dankbar dafür. Bitte betet weiterhin für sie. Ja, Gebet hilft. Und wie oft haben wir das auch schon bei Magersucht erlebt? Und das ist wichtig, dass auch unser Denken erneuert wird, weil das hängt oftmals auch mit dazu oder tragt mit dazu bei Magersucht, dass unser Denken in die falsche Richtung geht. Und ich danke dir, Herr, dass du jetzt auch wunderbar, Herr, dieser Frau begegnest. Ich danke dir dafür, Herr, danke, Herr, dass sie ihr Leben in ganz anderen Blickwinkel sieht, Herr, in dem Blickwinkel, wie du ihn siehst. Und ich danke dir dafür, Herr, auch all das unterbewusste Handeln, Herr, ich danke dir dafür. Schenk ihr eine neue Ausrichtung, Herr, einen neuen Geist, einen neuen, ja, Herr, wie soll ich es ausdrücken, Herr, wirklich ein neues Denken. Herr, ich danke dir dafür, dass auch diese Krankheit besiegt ist und ich danke dir dafür, dass du das Wunder tust. Amen. Viele Menschen erleben Gottes Hilfe. Und eine Frau freut sich über ihre Wiederherstellung und sie schreibt Folgendes: Ich bat um Gebetsunterstützung, dass ich mich ohne Hüft-OP wieder schmerzfrei bewegen kann. 3 Wochen war ich als Präventivmaßnahme zur Reha. Dort besuchte ich auch jeden Tag einen kleinen Gottesdienst und betete. Gott hat die Gebete erhört. Ich kann wieder schmerzfrei und aufrecht gehen. Auch habe ich mich endlich vom Leistungssport verabschiedet und fühle mich befreit. Ich freue mich auf die nächste Aufgabe. Danke für eure Gebete und Jesus sei Dank. Und jemand schreibt uns: Habe eine Gebetserhörung. Ich bedanke mich für die Gebete. Der Kleine, der an Blutmangel gelitten hat, hat wieder einen normalen HB-Wert. Gott ist groß. Ja, und das ist wirklich wunderbar. Und eine Frau schreibt uns Folgendes: Ich bat um Gebetshilfe für meine Schwester.
Ihr wurden wiederholt tiefsitzende böse Krebstumore aus der Blase entfernt und es hieß, dass sie immer wieder kommen würden und die Blase entfernt werden müsste. Nach eurem Gebet weist der Befund keinen Krebs mehr auf und es sind auch keine Metastasen vorhanden. Sie benötigt keine Chemotherapie. Danke, Herr Jesus, und danke euch, dass ihr euch so machtvoll gebrauchen lasst. Und ein letztes Zeugnis noch. In Süddeutschland hat eine Frau Folgendes erlebt. Ihr habt in der Gebetsnacht für mich gebetet. Ich hatte starke Schmerzen in den Beinen und konnte ohne Schmerzmittel nicht mehr auskommen. Nun sind die Schmerzen weg. Danke Gott und danke euch. Wie wunderbar ist doch Gott, der immer wieder eingreift in Menschenleben. Ja, so wunderbar, was Gott alles tut. So vielfältig und für jeden so als Unikat. Das ist so wunderbar. Hast auch du was Wunderbares erlebt? Lass es uns wissen. Die WhatsApp-Nummer ist eingeblendet. Und nun der Tipp des Tages. Überlege dir mal das, was ich gesagt habe mit dem Unsichtbaren. Du hast so viel Sichtbares um dich herum. Überlege dir mal das mit dem Unsichtbaren. Das in dir, das Unsichtbare in dir. Gott in dir, Jesus in dir, der Heilige Geist in dir. Er ist unsichtbar, aber er ist das Stärkste, was du haben kannst. Überlege es dir, nimm dir ein bisschen Zeit, denn es ist ganz, ganz wichtig. Wir beten gerne für dich. Sende uns dein Anliegen und am Telefon heute auch bis 13 Uhr. Ich möchte dir heute den Alltagsveränderer, den Leitfaden empfehlen. Du kannst ihn gerne kostenlos bei uns bestellen. Schreibe uns einfach eine E-Mail oder eine Postkarte. Wir senden ihn dir sehr, sehr gerne zu. Dann möchte ich dich noch darauf aufmerksam machen. Wir haben ja bald wieder Sonntag. Sonntag ist Tag für Gottesdienst. Wir sind live wieder mit dabei und auch auf YouTube und sei du auch mit dabei. Erlebe Gott mit uns. Ich habe am Sonntag ein Thema, wo ich davon rede, über das Wasser zu gehen. Es wird spannend und Gott wird auch dich dadurch segnen. Schön, dass du heute wieder bei uns warst und wir wünschen dir alles Gute und Gottes Segen. Der Herr segne dich. Hol dir unser Magazin nach Hause. Natürlich kostenlos. Das und noch vieles mehr findest du auf missionswerk.de. Wir freuen uns auf dich.